Eigentlich möchte man meinen, dass derart undemokratische Zustände, wie sie momentan in der Bundesrepublik Deutschland herrschen, in einer ausgebildeten Demokratie nicht möglich sind. Wir erinnern uns, was die letzten Wochen und Monate im Zusammenhang mit der AfD und den beiden Wahlen in Sachsen und in Thüringen passiert ist. Zum einen einmal das ganz offensichtlich politisch motivierte Erklären der AfD in Thüringen zu einer gesichert rechtsextremen Partei. Das hat der politisch besetzte Verfassungsschutz für die Systemparteien hingebogen. Und dann auch die vielen, vielen Angriffe, die es in Richtung der AfD gegeben hat, die natürlich jeder Grundlage entbehren. Aber nicht nur die Systemmedien sind gegen die AfD massiv in den Ring gestiegen, nein, auch einzelne private Konzerne, wie zum Beispiel der Kaufhauskonzern Edeka. Der hat sich kürzlich an seine Kunden gewendet und gemeint, also blau sei keine gute Wahl. Also hochinteressant, wie weit man hier bereit ist, alles Mögliche an Eskalationen vorzunehmen. Aber dessen noch nicht genug, haben wir gestern den Wahlabend zumindest teilweise mitverfolgen können. Und wer ins deutsche Fernsehen gesehen hat, dem muss jedenfalls schlecht geworden sein. Da gab es zum Beispiel den Kommentar der ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. ZDF, also öffentlich-rechtliches Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland, analog zu unserem ORF, hat nämlich gemeint, dass es ganz, ganz furchtbar sei, was also eigentlich in den letzten Stunden passiert sei. Und sie hat gleich einmal einen Vergleich mit 1939 gezogen. Sie hat das übrigens auch gleich mit dem Datum verbunden. Sie hat also gemeint, am 1. September 1939 hätte der Überfall auf Polen stattgefunden und jetzt 85 Jahre später, am 1. September, ist es also die AfD, die zumindest in Thüringen am ersten Platz durch die Ziellinie gegangen ist. Und was sie in diesem Kommentar alles so herumorakelt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das zeigt mit welchem blanken Hass und mit welchem Verständnis für Desinformation der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile ausgestattet ist. Ich halte das wirklich für ein erschütterndes Zeitdokument. Allen in Thüringen und Sachsen und was aus ihnen jetzt folgt. Es kommentiert ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf. Das ist schwer erträglich und macht diesen 1. September zu einer politischen Wegmarke und einer Mahnung an die Nachgeborenen. Mehr als 30% der Wählerinnen und Wähler in Thüringen und in Sachsen haben rechtsextrem gewählt. Zum allergrößten Teil sind das keine Neonazis, aber, und das ist nicht weniger erschütternd, es ist ihnen egal, rechtsextrem zu wählen. Unfassbar, oder? Was man sich hier als Zwangsgebührenzahler in der Bundesrepublik Deutschland anhören muss und wie man gleichzeitig auch die Wähler ganz, ganz massiv beleidigt. Und wenn das jetzt tatsächlich alles so wäre, wie es die Kommentatorin durchblicken lässt und wenn tatsächlich die Demokratie gefährdet wäre, dann muss man natürlich schon eine andere Frage ins Treffen führen und diese Frage auch stellen. In Thüringen hatte man die höchste Wahlbeteiligung seit 30 Jahren. Also die höchste Wahlbeteiligung seit 30 Jahren. Und in Sachsen war es überhaupt die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung. Das heißt also, noch nie, beziehungsweise fast noch nie, haben sich derart viele Menschen in den beiden Bundesländern für Wahlen interessiert und an diesen Wahlen auch teilgenommen. Da sollte man doch meinen, dass eine hohe Wahlbeteiligung und eine Rekordwahlbeteiligung ja eigentlich ein Indikator dafür ist, dass es eine hohe demokratische Reife gibt. Normalerweise würden die Wissenschaftler und Politikwissenschaftler und Kommentatoren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das auch genauso sehen. In dem Fall nicht. Warum? Weil man
aus Sicht des Establishments schlicht und ergreifend falsch gewählt hat. Aber was heißt dann nun dieses Ergebnis und vor allem diese Wahlbeteiligung in weiterer Folge für den Ausgang dieser Wahl und was kann man eigentlich für Interpretationen daraus ziehen? Ja, ganz einfach. Je mehr Demokratie, je mehr Wahlbeteiligung, desto schlechter ist es nicht nur für das politische System, denn wir haben ja gestern gesehen, der Ampel sind gleich alle drei Lichter ausgegangen. Nein, es ist auch schlecht für die Systemmedien, die ja mittlerweile gar nicht mehr als Berichterstatter agieren, sondern man hat ja den Eindruck, dass sie selbst Parteien sind, die hier mitkandidieren. Und genau deswegen, liebe Freunde, ist auch die Zensur, die seitens der Europäischen Union und der Frau von der Leyen angeregt und angeleiert wird, so wichtig für das System. Wir erinnern uns, was allein in den letzten Monaten passiert ist. Es gibt den Digital Services Act, das ist ein Gesetz der Europäischen Union, das für die Zukunft regelt, wie soziale Medien zensuriert werden sollen. Nichts anderes ist es. Es ist zwar ganz nett verpackt, auch in einem tollen Titel, aber eigentlich ist es ein Zensurgesetz. Wir haben gesehen, wie auch soziale Medien unter Druck geraten. Wir haben die linke neue Regierung in Brasilien, die gleich einmal hergegangen ist und Twitter abgeschaltet hat. Das heißt also, man kann Twitter in Brasilien nicht mehr verwenden. Wir haben gesehen, wie in den Vereinigten Staaten TikTok vor dem Aus steht, weil man hier befürchtet, dass man nicht entsprechend eingreifen kann. Also auch hier gibt es das Gleiche wie in Brasilien, nur halt mit einer anderen sozialen Plattform. Und wenn wir uns die Frage stellen, wen trifft es in Europa, na ja, dann ist auch hier die Reise relativ klar, denn wir haben letzte Woche mitbekommen, dass der Chef von Telegram in Frankreich eingesperrt worden ist, weil er eben auch nicht bereit ist, sich auf diese ganze Sache einzulassen und der Zensur hier freies Geleit zu geben und sozusagen alles möglich zu machen, dass die Europäische Union hier eingreifen kann, wie sie möchte. Das heißt also, die Meinungsfreiheit ist in den sogenannten westlichen Demokratien aus mehrerlei Hinsicht bedroht. Auf der einen Seite eben die Einschränkung bei den sozialen Medien, auf der anderen Seite die Einschränkung bei den sogenannten freien Medien. Auch die werden ja bis aufs Blut bekämpft, sowohl in Österreich als auch in der Bundesrepublik Deutschland. Also auch die hätte man ja gerne nicht, wenn man natürlich weiterhin diese Redaktionen haben möchte, die nur dem System und dem Erhalt der Macht des Systems dienen. Ja, und auf einer dritten Ebene natürlich auch der gesamte Komplex mit Fake News, wo man natürlich in einem politischen Gummiparagrafen so ziemlich alles unterbringen kann, was man möchte. Die Ergebnisse davon sehen wir zum Beispiel in England, wo man erst kürzlich eine derartige Gesetzesänderung vollzogen hat und wo die Gefängnisse mittlerweile mit Menschen gefüllt werden, die man für ja, eigentlich Lappalien dorthin gesteckt hat. Und das alles im Sinne von Verhinderung von Fake News und Hass im Netz, was natürlich auch so ein Paragraph ist. Das heißt also, die Freiheit, die ist massiv eingeschränkt und massiv gefährdet in unserer Zeit. Das haben wir spätestens nach der Corona-Krise gesehen und auch im Zusammenhang mit der Klimakrise wird es hier entsprechend weitergehen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Freiheitliche in Österreich damit beginnen, die Stopptaste bei diesem Wahnsinn zu drücken, dass wir mit unserem Volkskanzler Herbert Kickl die Republik auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Warum es notwendig ist, sieht man jeden Tag in den verschiedensten Nachrichten. Ich möchte euch daher auch um zwei Dinge bitten. Zum einen würde es mich freuen, wenn ihr ein Gefällt mir, ein Abo dalasst hier auf diesem Kanal. Noch ist er nicht zensuriert. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und zum anderen freue ich mich auch, falls es hier mal zu Ende gehen sollte, sollten auch hier die politisch Korrekten gewinnen und den Kanal deaktivieren, stellen wir uns breiter auf. Ich würde euch daher auch ersuchen, meinem Telegram-Kanal beizutreten. Ihr findet es dann unten in der Beschreibung den Link zu diesem Kanal. So ist jedenfalls gesichert, dass wir auch weiterhin miteinander kommunizieren können. Ich bedanke mich mal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann morgen wieder.